Jetzt gibt es eine Debatte über die Erklärung des Bürgermeisters und der erste Redner ist Stefan Schennach von der SPÖ Wien. Es ist eine große Freude, ich glaube, ich spreche dafür fast für alle Fraktionen, dass das möglich war, dass du, liebe Corinna Schumann, heute hier bei uns bist und eine Eröffnungsrede halten konntest. Ein schöner Tag. Lieber Herr Bürgermeister, lieber Herr Landeshauptmann, es ist immer eine Wohltat, wenn jemand in so einer hohen Position hier im Bundesrat spricht, der selbst hier Mitglied des Bundesrates war. Zu seiner Überraschung, wir haben uns quasi in der Drehtür die Sessel damals gegeben. Michael Ludwig ist damals als Wohnbaustadtrat nach Wien gegangen und ich bin in den Bundesrat für Wien eingezogen. Ja, ja und? Ich kenne meine Geschichte. Ich hoffe, du kennst deine Geschichte auch. Und es werden heute seitens unserer Fraktion mit der Daniela Gruber-Brunner und mir zwei Personen reden, die zugewandert sind in diese Stadt. Die Daniela aus Vorarlberg und ich aus Tirol. Und was uns aber verbindet als zugewandert und integriert, ist das, was man Wienliebe bezeichnet. Weil wenn man einmal in diese wunderschöne Stadt zugewandert ist, dann erwächst diese Liebe zu dieser Stadt. Und was kann und was muss eine Stadt wie Wien leisten? Erstens einmal, niemand zurückzulassen, das hat der Bürgermeister heute gesagt. Und dieses Niemand zurückzulassen, das umfasst ganz viele Bereiche. Erstens den Bereich, dass alle Menschen, die sich in dieser Stadt aufhalten, sich sicher fühlen. Sicher in einem sozialen Netz der Sicherheit, aber auch sicher integriert in diese Stadt zu werden. Aber diese Stadt leistet aber auch für die Menschen, dass sie Arbeit finden und nicht nur die Menschen, die in Wien wohnen, sondern auch die einpendeln jeden Tag aus Niederösterreich, aus dem Burgenland oder die wöchentlich pendeln bis in die Ferne des Osttirols. Und was ist eines der wichtigsten Dinge, Herr Bürgermeister, Landeshauptmann hat das auch gesagt, was wir brauchen, ist in einer Stadt, dass man sich das Wohnen leisten kann. Und wie man auch wohnt und dass das Wohnen und die Lebensqualität einen ganz, ganz engen Zusammenhalt haben. Und eines, auf das die Stadt enorm stolz ist, ist das Bildungsangebot. Das Bildungsangebot, das von kleinst auf Bildung erfasst, vom Kindergarten mit der Elementarpädagogik über vielfältige Angebote und dass Wien im deutschsprachigen Raum die größte Universität darstellt. Und das sind Dinge, die ganz, ganz wichtig sind. Aber es kommt noch dazu, dass ungefähr pro Nacht Menschen in 160 Sprachen in dieser Stadt träumen, wenn man Sprache und Träumen zusammenbringt. Und da geht es auch darum, nicht auszugrenzen, es geht darum, diese Menschen auch zu integrieren. Und die Integrationsbemühungen sind ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, was die Wiener Stadtregierung und was diese Stadt täglich unterstreicht. Denn es geht um das Zusammenleben und nicht das Trennen. Das Zusammenleben und Teilen und deshalb kann ich das nur wiederholen, was hier in Wien geleistet wird, ist vorbildlich und irgendwann, jetzt ist der Oberagrarier ganz nach hinten marschiert und irgendwann müssen wir unseren ÖVP-Agrariern einmal einen kleinen Ausflug nach Simmering und nach Floridsdorf machen, dass die mal sehen, wie Landwirtschaft in Wien auch ausschaut, weil ich glaube, der Herr Breineder war etwas überrascht von deinen Ausführungen, wie hoch der Selbstversorgungsgrad der Stadt Wien ist. Aber Wien ist auch eine Öko-Musterstadt. Alle Maßnahmen, ich sage nur
zum Beispiel Solarberufsschule. Und jetzt kommt der Herr Habeck aus Deutschland, war in Wien, und die Frau Bundesministerin Gewessler wollte ein Projekt herzeigen. So, was macht man da? Da ruft man mal in der Stadt Wien an und sagt, können wir diese fantastische Wärmepumpe in Simmering herzeigen? Und Bürgermeister hat schon gesagt, dass Habeck wirklich überrascht war, was wir da haben. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich Vorsitzender der Union für das Mittelmeer war, habe ich die Abgeordneten rund um das Mittelmeer eingeladen. Und einer der ganz großen Energiesünder rund um das Mittelmeer sind die Klimaanlagen. Und dann habe ich gesagt, und jetzt zeige ich euch, wie das Wien macht. Und wir sind in die Spittelau gegangen und habe gesagt, ihr könnt heizen mit der Sonne, ihr könnt genauso kühlen mit der Sonne. Cooling mit Sonne und mit Waste Management, also Müllverbrennung. Und die haben nur, denen sind fast die Augen rausgefallen, wie sie das Werk in der Spittelau gesehen haben. Weil das zeigt einfach, wo Wien hier ist. Und selbst wenn ein neuer Stadtteil, wie zum Beispiel die Seestadt, gemacht wird, weil Wien wächst, dann gibt es natürlich die sofortige Überlegung, wie schaffen wir das zum Beispiel mit der Verkehrsanbindung. Bevor dort überhaupt gebaut wurde, ist schon die U-Bahn hingegangen. Das sind alles Überlegungen, die gerade was den öffentlichen Verkehr betrifft, wichtig waren. Und ich komme zurück, Herr Bürgermeister, Herr Landeshauptmann. Ich glaube, in ganz Österreich ist Ihnen der Respekt gefolgt, wie konsequent Sie in der Pandemie diese Stadt geführt haben. Wie, mit welchem Selbstverständnis hier kommuniziert wurde und wo keine Risiken eingegangen sind. Und die Wiener und Wienerinnen und alle Menschen, die in Wien wohnen, haben sich ausgekannt und haben das mitgetragen. Und wenn der Bürgermeister gesagt hat, nein, das ist noch zu früh, und heute Nacht hat der Gesundheitsstadtrat zu der aktuellen Situation einer gewissen Planlosigkeit gemeint, eine Stadt mit 2 Millionen ist kein Versuchslabor. Das heißt, hier bedarf es klarer Worte. Wenn man nicht ständig herumhüpft und Lichter am Ende von Tunnels sieht, dann schaut es ein bisschen anders aus. Ja, eines muss man, ja, ich weiß, ihr werdet in die Krise hineinmarschiert, auf Teufel komm raus, aber ja, Schweden. Ja, Kollege Spandling, Sie werden sich ja noch ausführlich zu Wort melden und wir werden ja da einiges zu hören bekommen. Aber ich sage nur so weit, diese Geschichten sind Vergangenheit und wir haben eine ganz klare Situation vor uns, die es zu bewältigen gibt. Eines muss man sagen, Wien ist immer kritisiert worden, ja, ist okay. Wien ist immer, Kollege Steiner, ist okay. Wien ist immer kritisiert worden über das hohe Bettenangebot in den Spitälern. Und im Höhepunkt der Pandemie waren auch andere Bundesländer froh, dass Wien dieses Bettenangebot hatte. Über was Wien nicht froh war, dass wir zu diesem Zeitpunkt eine Bundesministerin hatten, die Bundesgärten zugesperrt hat in Wien. In Wiener Neustadt waren sie offen, aber in Wien als Schikane für die Bevölkerung, als Schikane gegen ältere Menschen, Mütter mit Kindern, da hat man die Gärten zugesperrt. Aber was ja auch interessant ist, ist, wie diese Wiener Stadtverwaltung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel, viel Stolz gibt. Ich kann nur sagen, Emma 48, die sich hier als Care Force bezeichnet, ja, das ist Stolz. Stolz, zu einem Beruf zu sein, eine Stadt sauber zu halten, eine Stadt zu reinigen, dass hier in Wien wirklich die Daseinsvorsorge funktioniert und der Alltag funktioniert. Wenn irgendwo ein Müllkübel umgeschmissen wurde,
die Care Force ist innerhalb weniger Stunden dort und behebt dieses Problem. Aber reden Sie einmal mit denen, welchen Stolz hier in diesem Job drinnen ist, das kann man nur sagen, großartig und nur so weiter. Frau Frau Präsidentin, ich freue mich, wir haben ja hier im Bundesrat öfter schon die Diskussion über die Lehrlinge gehabt, dass diese Lehrlinge die Frau Wirtschaftskammerpräsidentin nickt, dass das ein ganz wichtiger Schwerpunkt wird, dass wir eine Superkonferenz am 8. September haben werden. Ich glaube, dass das etwas ganz, ganz Entscheidendes sein wird, weil, wie der Herr Bürgermeister gesagt hat, es fehlen uns die Facharbeiterinnen und Facharbeiter und wir können hier neue Berufe kreieren. Ökosolarinstallateure, Installateur, all das sind Zukunftsgeschichten, die ich einerseits als Lehrberuf, andererseits wissenschaftlich begleiten kann. Das sind wichtige Dinge und dieser Schwerpunkt, glaube ich, ist etwas, was ich von heute schon sagen kann, hier im Bundesrat sicher mit ganz großer Freude aufgenommen wird. Dankeschön. Stefan Schenner von der SPÖ Wien lobt das Corona-Pandemie-Management des Wiener Bürgermeisters und die Angebote seiner Heimatstadt in Bereichen wie Bildung oder öffentlichem Verkehr. Übrigens, der Vorsitz im Bundesrat wechselt halbjährlich und die Bundesländer wechseln sich dabei in alphabetischer Reihenfolge ab. Eine Verdrehung. Zu Wort gemeldet hat sich Frau Wien ist mit 1. Juli, also Vorarlberg, nachgefolgt und ab 1. Jänner geht es dann sozusagen wieder von vorne los und das Burgenland wird die Bundesratspräsidentschaft übernehmen.